Was geht ab, Leute? Habt ihr schon von dem neuesten Game gehört, was Steam gerade komplett übernimmt mit über 700.000 aktiven Spielern zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und einfach über 15.000 positive Rezensionen? Ist es einfach unter den Top 5 der beliebtesten Spiele einfach, die es momentan auf Steam gibt. Aber was macht eigentlich dieses Spiel so unglaublich geil und so beliebt, dass so viele Leute das eigentlich spielen? Ist es das neueste MMO und das Beste, was es jemals gegeben hat? Oder ein richtig neuer, krasser Shooter, den ihr vielleicht noch nicht kennt? Ihr werdet es mir nicht glauben, aber es ist einfach ein Cookie-Clicker-ähnliches Game, was einfach super scheiße ist. Und es ist einfach mehr oder weniger ein Scam. Und das ist das Traurige daran. Also lehn dich zurück, hol dir was Nices zu trinken. Denn ich erzähle euch heute, warum Banana einfach mit das größte Scam-Game, was es momentan auf Steam gibt. Und das ist halt immer noch so traurig, weil es so viele Leute einfach drauf einfallen. Und falls du das Game interessant findest und nicht gescammt werden willst, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. Mich würde das echt freuen, gemeinsam mit euch mehr Leute zu werden. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr eigentlich von diesem Game findet. Ist es ein richtiger Scam? Ist es einfach nur ein scheiß Game? Mich würde eure Meinung, wie gesagt, echt gerne interessieren. Und dann würde ich sagen, auf geht's mit dem Video. Also im Grunde ist das Game super simpel. Der schon mal Cookie-Clicker gespielt hat, der weiß, worum es geht. Du hast einfach dein Window, du hast einfach dein Fenster und da ist einfach eine Banane. Und auf die klickst du einfach und dann steigert sich einfach die Zahl. So wie bei Cookie-Clicker und das ist legit einfach mehr oder weniger das Game. Aber jetzt kommt erstmal die Frage, warum spielen denn so viele dieses Game, wenn das Omega-Scuffed ist? Du machst da einfach legit nix und das ist einfach nur ultra scheiße. Das ist nämlich eine ziemlich gute Frage, weil dahinter steckt ein super krasser Scam und der Typ, der das gemacht hat, ist einfach ein ultimativer Pfeifert. Und jetzt kommt aber nämlich der Haken, was den Typen einfach so schlau macht. Genauso wie in CSGO kannst du hier nämlich solche Cases bekommen. In CS bekommst du Cases und Keys und damit kannst du halt die öffnen und dann bekommst du halt irgendwelche Waffenskins raus oder irgendwie Sticker oder irgend sowas. Und in Banana ist es genauso, nur du bekommst einfach ja, unterschiedliche Bananen, ja, Bilder, die irgendwo von Google rausgezogen sind. Und da bekommst du auch irgendwelche Rare Drops, Normal Drops und viele weitere Sachen. Und genauso wie bei diesen Skins gibt es halt unterschiedliche Varianten und die kannst du natürlich zu verschiedenen Preisen auch auf diesem Steam-Markt verkaufen. Wenn wir dann mal auf diesen Steam-Markt gehen, können wir einfach schauen, wie viele Leute ja, unterschiedliche Bananenbilder verkaufen und damit kann man sich zusätzlich etwas Geld verdienen, auch wenn das jetzt nicht ganz so viel ist, meiner Meinung nach. Das Lustige und Traurige ist aber jetzt dabei, dass man diese super seltenen und super teuren ja, Bananenbilder einfach gar nicht mehr bekommen kann und es wird jetzt anscheinend gesagt, dass nur der Entwickler diese Sachen halt den Leuten geben kann, beziehungsweise er die an sich nur hat. Und dieser verkauft er dann selber auf seinen Steam-Market, um die Leute einfach, ja, einfach zu scammen. Also, wenn ihr die nicht bekommen könnt und er nur diese verkaufen kann, dann scammt er euch einfach krass. Aber das Dumme ist nämlich, diese Leute fallen immer noch drauf rein. Es ist so sad. Ich habe einen Twitter-Post gesehen, wo ein Typ eine scheiß Bananen-PNG gekauft hat für 50 Euro. Und er hofft nämlich einfach drauf, also das ist halt das, was die Leute so dumm macht, er hofft dann einfach drauf, dass er diese 50 Euro wiederbekommt, beziehungsweise irgendwie, dass er die für 55 oder 60 Euro verkauft, aber wer sollte sowas kaufen und wer fällt drauf rein? Die Menschen sind einfach dumm, es geht echt nicht in meinen Kopf rein. Es gibt halt wirklich legit Leute, die solche Bilder für, ja, 50, 100 oder 200 Euro kaufen, es gibt auch irgendwie die sind 1000 Euro wert und es gibt immer irgendwelche Leute, die das kaufen, warum auch immer. Da verdient nur der Entwickler mehr, ihr kriegt einen Scheißdreck. Das ist genauso ein krasser Scam wie diese NFT-Bilder, die es, glaube ich, letztes Jahr gab, wo diese Bilder einfach gekauft worden sind für, keine Ahnung, Tausende von Euro. Und was haben die bekommen? Original nichts raus. Und so funktioniert eigentlich der Scam von diesem Spiel. Und es fallen so viele Leute drauf rein, weil ihr müsst euch mal reinziehen, 700.000 Leute spielen dieses Spiel aktiv. Like, what the fuck? Das Geilste ist aber auch, deswegen hat der Entwickler einfach sein Profil auf privat gestellt. Du kannst jetzt nicht mehr auf sein Profil gehen, um zu gucken, yo, was verkauft er dann eigentlich auf den Steam-Market? Weil dann hätte man vielleicht sehen können,
um, ja, von den ganzen Bananenbildern, die es gibt, von irgendwie 800.000 verkaufe ich 750.000 oder so. Wie kann das sein? Wer verdient da das Geld? Man weiß es nicht. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese super krasse Anzahl von Spielern, dass die alles einfach gefaked ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die meisten Spieleranzahlen einfach irgendwelche Bots sind, die im Hintergrund einfach laufen und darauf warten, dass die diese Drops bekommen. Also ich bin mir ziemlich sicher. Oder es sind ein paar wenige Leute, die einfach Omega Lost sind, sich da so eine Crypto-Mining-Scheiß-Base aufgebaut haben und versuchen jetzt irgendwie diese krassesten Drops zu bekommen und die Bilder dann irgendwie für 3 Cent zu verkaufen, weil das ist ja das Höchste, was man halt irgendwie bekommen kann. Die anderen Jobs kann man ja anscheinend nicht mehr bekommen. Das ist halt das Dümmste. Das ist halt so schlimm. Solche Leute haben wahrscheinlich dann irgendwie in ihrer Crypto-Base 1000 Instanzen einfach im Hintergrund laufen und die, wie gesagt, verkaufen die dann für 3 Cent, glaube ich, war ein Bild wert. Und dann fühlen die sich so cool. Aha, ich habe heute Stonks gemacht, Alter. Stonks Rising. Genauso wie in diesem Meme. Aber sind wir mal ganz ehrlich, diese Leute werden genauso wenig dieses Bild bekommen, wie die Chance haben, auf ein Date noch heute zu gehen. Deswegen lasst euch von diesen Leuten auch nicht scammen. Es ist einfach sehr traurig, dass immer noch so viele Leute drauf reinfallen. Aber so ist halt das Leben. Und wenn ihr blöd seid und selber drauf reinfallt, dann ja, it is what it is. Hauptsache, ihr geht einfach mit Gott. Aber Hauptsache, ihr geht. Aber das war schon so mehr oder weniger von dem Video, wie dieses Spiel die Leute auch scammt. Und es ist einfach traurig, also keine Ahnung, warum man das macht, aber der verdient sich damit dumm und dämlich und ja, er hat auf jeden Fall alles gerissen. Was meint ihr aber dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr so von diesem Spiel haltet. Ich habe sogar einen Freund, der das spielt, warum auch immer. Joey, das bist du, ne? Ich hab dich gesehen. Schreibt es gerne in die Kommentare und wenn ihr Bock habt, kommt gerne in den Twitch-Stream. Link ist unten, wir zocken gerne meistens Game und schauen uns Memes an, vieles mehr. Und dann hoffe ich noch, ihr habt einen sehr entspannten Tag. Kuss geht raus an alle, die supporten. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.